Oh! Oh! Nein, da ist der nächste No-Skin. Ich hab's euch gesagt, das sind die No-Skin-Server. Oh, der Arme, nein! Er choked, weil er nicht gut ist. Er ist so süß. Er ist so überfordert. Er ist so überfordert. Stell dir vor, von oben sniped jemand auf euch. Schau mal, der arme No-Skin, nein. Das ist jetzt ein Leiter, wenn du No-Skins süß findest und danach kommst du diese drei seltenen OG-Skins in deinen Spin. Solltest du jetzt kein Like da lassen, dann wirst du für immer in Fortnite Pech haben. Und wenn du immer noch nicht abonniert hast, dann wirst du niemals OG-Skins. Wenn du keine seltenen Skins besitzt oder No-Skin bist, dann ist heute dein Glückstag. Denn wenn du schon immer mal mit Recon Expert, Renegade Raider, Ghoul Trooper und jedem anderen seltenen Skin in diesem Spiel spielen wolltest, dann lass einfach jetzt ein Abo da, like dieses Video, schreib mir in die Kommentare, wieso ich dich auf dem seltensten Account in ganz Fortnite spielen lassen sollte mit jedem OG-Skin. Und mit etwas Glück wirst du auf diesem kranken Account spielen. Die Gewinner werden da immer am 15. und am 30. in meiner Instagram-Story. Deswegen folgt mir unbedingt auf Instagram, da heiße ich SimXYT und dann werdet ihr erfahren, ob ihr gewonnen habt. Community, was geht? Heute werden wir einfach No-Skin-Lobbys zuschauen, beziehungsweise übel schlechten Gegner zuschauen. Denn ich habe einen Account erstellt, der heißt I Love No-Skins, eine Runde schon mal drauf gespielt und direkt 10 Kills gemacht, weil die Gegner echt nicht gut waren und teilweise sehr viele No-Skins unterwegs waren. Und dann dachte ich mir so, okay, in der zweiten Runde muss ich das unbedingt aufnehmen, weil es richtig lustig werden könnte, weil sehr viele No-Skins auf diesem Server drum laufen, wenn man sich einen neuen Account erstellt und selber gar keine Skins hat. Falls du neu auf dem Kanal bist, du würdest mich mit einem kostenlosen Abo sehr unterstützen und du würdest kein tägliches Video mehr verpassen. 20.000 Likes wie immer und dann gibt's das nächste Video von Ich schaue meinen Gegnern zu. Dieses Format hat so viel Potenzial, da ich noch einige Ideen auf Lager habe. Jungs, ich habe einen Bennyboy gesichtet. Ich habe einen Bennyboy gesichtet. Schaut mal, hier ein Ben. Ich werde ihn jetzt verfolgen, mich von ihm killen lassen und hoffentlich ihm dann zuschauen. Ich glaube, der ist richtig lost. Oh mein Gott, ja, ja, ja. Bennyboy, ich komme. Warte, ist es überhaupt Ben? Nee, das ist meine Zwillingsschwester. Okay, warte, ich droppe hier erst meine blaue Eier. Hallo? Schau mal, ich weiß, dass du lost bist. Völlig lost, Alter. Ich hab's euch doch gesagt, hier laufen so viele No-Skins rum, die so richtig lost sind. Habt ihr gesehen, wie lange sie gebraucht hat, um mich zu killen, beziehungsweise er? Amur 90, ist wahrscheinlich 1990 geboren, mittlerweile Familienvater und weiß gar nicht, was abgeht. Wie geil. Er ist so lost. Schaut mal, wie lange er braucht. Ich glaube, der hat gerade erst begonnen, Fortnite zu spielen. Er tut mir leid, er weiß nicht mal, wo die Kiste ist. Oh nein, wie süß. Aber checkt ihr jetzt, wieso ich gesagt habe, dass das die No-Skin-Server sind? Schaut mal, der ist maximal süß. Der wusste nicht mal, wie man rausspringt, weil er absolut lange gebraucht hat, rauszuspringen. Ich war, glaube ich, sein erster Kill. Der hat gar nichts verstanden. Ich habe auf einmal vor ihm No-Skin-Tanz gemacht. Er dachte sich so, was geht hier ab auf einmal? Er weiß nicht, wo die Kiste ist. So geil. Hey, ich hätte den niemals killen können. Schau mal, er sucht die ganze Zeit die Kiste, aber er findet sie nicht. Bruder, die ist über dir. Juckt ihn nicht. Er geht einfach weiter. Die Kiste juckt ihn nicht. Ey, dieses Movement ist so süß. Dieses Movement ist so unschuldig und so süß. Goldener Automat. Weißt du überhaupt, was ein Automat ist? Bruder, Heavy Sniper, gönn dir, ja. Da hätte auch noch eine goldene Scar drin sein können. Aber er denkt sich so, Bruder, Heavy Sniper schaut nice aus. Gönne ich mir direkt. Ey, wenn er jetzt einen sniped. Was macht der? Er ist der größte No-Skin. Ich hab's euch doch gesagt, Freunde. Es ist so süß. Es ist maximal süß. Ich komme nicht mehr klar. Nein, er versucht jemanden aus dem Fenster zu snipen. Bruder. Er ist so süß. Oh mein Gott. Ich sterbe, wie süß er ist. Am liebsten würde ich ihm den Win checken und mit ihm eine Love Story machen. Aber ich wollte ihm ja zuschauen. Viel zu süß, ich schwör. Jetzt überlegt er so, ist die Tactical besser? Nein. Er hat einfach die eine Kiste übersehen. Das ist so ein originaler Season 0 No-Skin. Der hat schon zwei Kisten bisher übersehen. Weiß er überhaupt, was ein Big Shield ist? Ja, er weiß es. Gönn dir, Bruder. Oh, es kommt ein Gegner. Da hat gerade einer gebaut. Bitte töte diesen Ehrenmann nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, vor ihm ist ein Gegner, vor ihm ist ein Gegner unten, vor ihm ist ein Gegner, bitte beweg dich nicht, Bruder. Bitte beweg dich nicht, bitte, bitte bleib einfach dort still stehen. Nein! Er wird sterben. Er wird sterben. Er wird sterben. Nein, Bruder, er ist links von dir. Nein, er darf nicht sterben, er ist der süßeste No-Skin. Bruder, hast du kein Headset, er ist links von dir. Bitte, er soll ihm nichts antun.
Er checkt es nicht, dass neben mir mein Gegner ist. Bitte, bitte, mach nichts, bitte mach nichts. Bleib einfach da, Bruder. Ja, Mann, erstmal Metz fahren. Wie lange er braucht zum Bauen? Ich hab's euch gesagt, das sind die No-Skin-Server. Schaut mal, wie lange er... Ich glaube, er weiß nicht mal, dass man bauen kann. Er steht jetzt schon seit 2 Minuten locker dort oben. Neben ihm ist ein Gegner. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Er hat versucht, ihn zu spitzhacken. Och, Mann, der arme No-Skin. X-Schnalle-94X, absoluter Tryhard. Habt ihr gesehen, seine Reaktion bei dem Gegner? Gegner kommt und er versucht, ihn zu spitzhacken. Och man, der arme No-Skin. Aber versteht ihr jetzt, was ich meine? Es sind übel viele süße No-Skins unterwegs, wenn man sich einen neuen Account erstellt. Aber dann gibt's auch immer wieder diese Tryhards. Jungs, Real Talk, die spielen hier wie in Season 1. Der campt jetzt schon seit gefühlt 3 Stunden dort oben, bewegt sich nicht und sucht die ganze Zeit nach Leuten, die er snipen kann. Ey, ich komme mir vor wie in Season 1. Entweder nur No-Skins oder Leute, die irgendwo campen. Kaum gebildfighten, nichts. Wirklich nichts. Keiner pusht keinen, jeder campt nur irgendwo. Und wenn jemanden pusht, dann nur mit dem Roboter. Er kann ihm so einen Headshot drücken. Nein, das ist der nächste No-Skin. Ich hab's euch gesagt, das sind die No-Skin-Server. Oh, der arme, nein. Er choked, weil er nicht gut ist. Nein, der arme No-Skin. Tu's nicht, Brudi, bitte. Schau mal, der versteht nichts. Der checkt das nicht mal, dass jemand über ihm ist. Oh nein. Oh nein, was macht ihr mit Zorkorn? Er ist so süß. Er ist so überfordert. Er ist so überfordert. Stell dir vor, von oben snipt jemand auf euch. Schau mal, der arme No-Skin. Nein. Er war so überfordert. Gib ihm Headshot. Mann, wie kann man so hart choken? Bruder, er ist stillgestanden. Doch, Mann. Das ist halt so süß. Neben ihm ist ein Gegner. Neben ihm. Und er versteht es nicht. Er checkt es einfach nicht. Hä? Giki Baiko mit seinem 8. Kill. Okay, ich glaube, das müsste ein etwas besserer Spieler sein. Wobei, er spielt halt Double Barrel. Ich weiß es nicht. Er schießt auf diese Entfernung mit deiner Double Barrel? Bruder, das macht doch keinen Schaden. Und der andere campt dort unten? Welcher Mensch spielt in Season 10 noch Double Barrel? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welcher Mensch von euch im Endgame oder allgemeine Double Barrel spielt. Das machen doch nur schlechte Spieler. Okay, jetzt muss ich wieder Kommentatorenstimme auspacken. Giki Baiko hier will sein 10. Kill machen. Hier ist ein No-Skin, Freunde. Die No-Skin-Server sind real. Die No-Skin-Server sind real. Er spielt Double Barrel. Er hat 9 Kills, 2 Gegner noch am Leben. Wird er die 10 Kills schaffen und seinen Win holen? Oder wird er 9 Kills machen und jetzt direkt sterben? Oder wird er beide holen und 11 Kills plus Win machen? Das ist hier die Frage. Was macht er da? Was macht er da? Okay, okay, schöne Base, schöne Base. No-Skin vor ihm. Der checkt nichts. Den kann man locker snipen, aber er failt. Okay, er schießt sich selber runter, Ehrenmann. Jetzt aber alle stellen, wo ist der dritte Gegner? Wo ist der dritte Gegner? Meine lieben Damen und Herren, Top 3 Situation. No Skin unten am Turtle. Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Er vermutet auf Bushcamper, aber man weiß es nicht. Okay, der dritte Gegner wurde gesichtet. Es ist ein Lux Skin, der absolut lange gepiekt hat und einen Headshot hätte kassieren können. Okay, die sind jetzt am Turtle. Das verwundert mich jetzt ein bisschen, dass die am Turtle sind. Das hätte ich nicht gedacht. Wie wir aber unseren Geeky Balko kennen. Er baut sich natürlich über ihm eine Base, will jetzt den No-Skin, der unten in der Metallbase ist, abfangen. Die Frage ist, ob ihm das gelingen wird. Geht jetzt hier auf Highground, nicht schlecht gemacht. Die Zone wird immer kleiner und der No-Skin muss jetzt move. Ey, ich bin für den No-Skin. Wobei ich Giki Baiko auch den 10 Kills so gönnen würde, aber er tanzt halt, weil ihm 2 Leute zuschauen. No-Skin macht auch unauffällig, so als ob er nicht da wäre. Der arme No-Skin, er ist bestimmt so überfordert, weil er in die Zone move muss. Nein! Die teamen jetzt einfach beide. Zum Glück nicht gehittet. Komm schon, No-Skin, das schaffst du. Jetzt wird's richtig spannend, meine lieben Damen und Herren. Okay, der Added Flex nach unten. Keiner weiß wieso. Jetzt geht er wieder nach oben, hat sich doch anders entschieden. Okay, No-Skin. Oh, No-Skin Flex, die 90s, aber leider zu langsam. Er hat jetzt den Added Double Barrel so komplett OP. Okay, 1 vs 1 Situation. Schade an den No-Skin. Kann Giki Baiko jetzt hier seine 11 Kills plus Win holen? Das ist hier die Frage, meine lieben Damen und Herren. Hat ein Heavy Sniper, könnte ihn eigentlich pushen? Wird es hier die kleinste Zone, meine lieben Damen und Herren? Hier spielen sich Szenen ab. Die haben sie nicht mal bei der Fortnite-Weltmeisterschaft gesehen. Kappa. Okay, Freunde, letzter Gegner. Wird er ihn holen? Giki Baiko, die Zone wird immer kleiner.
Oh mein Gott, es ist so spannend. Oh mein Gott, er versucht die zu trappen. Er hat ihn, er hat ihn. Er hat den Gegner droppt nach unten. Push ihn, Bruder. Push ihn. Bruder, push ihn. Nimm seine Ehre, komm. Er hat ihn. Er hat ihn. Er geht außerhalb von der Zone. Er ist überfordert. Und Gigi Baiko macht hier jetzt den Win mit 11 Kills. Fettes GG. Schreibt mal ihr eure Meinung zu den No-Skin-Servern in die Kommentare. Ich fand den No-Skin am Anfang so süß und lustig. Ich werde jetzt aber noch eine zweite Runde machen. Am Anfang schauen, ob wir wirklich wieder nur No-Skins zuschauen, die so lost sind. Nice. Ja, Bruder, hättest nicht damit gerechnet, gell, dass ein No-Skin dich so krank lasern kann. Wie gesagt, ich versuche jetzt so lange zu überleben, bis ich einem No-Skin zuschaue, Freunde. Beziehungsweise bis ich auf einem No-Skin treffe. Hey, chill mal. 105er-Hit-Brudi. Was sagst du dazu? Ich habe nicht mal Metz und push dich. Weihnachtsskin hin oder her, Brudi. Versteck dich nicht, komm raus. Oh, oh! Der ist verschwitzt. Der hat Pleasant überlebt. Das ist so Endgegner-Vibes. Komm her, Brudi! Oh! Ich hab keine Mats! Bruder, ich hab keine Mats! Bruder, du bist völlig... Bruder, du bist völlig lost! Er konnte nichts, Alter! Ich hatte nur keine Mats, sonst hätte ich das easy überlebt. Auf jeden Fall, Freunde, ihr habt gesehen, es laufen schon ein paar Schwitzer rum, aber es sind überwiegend schlechte Spieler wie dieser Typ hier, der dann mit Rocket Launcher mich holt, nur weil ich keine Mats hab, Alter. Egal, passiert. Auf jeden Fall, falls ihr schlechtere Gegner haben wollt, erstellt euch einen neuen Account und versucht dort High Kill Rounds zu machen, weil das ist wirklich sehr gut möglich, weil ich war uneingespielt und die Gegner waren jetzt nicht die besten und sehr viele No-Skins auch unterwegs. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Tragt meinen Creator-Code OGZMAX ein, das sage ich viel zu selten. Folgt mir auf Instagram und wie gesagt, 20.000 Likes, dann habe ich das nächste Video raus von ich schaue meinen Gegner zu. Ja, es war klar, dass es eben kein Headshot gibt. Wäre aber zu geil gewesen. Und ja, neben meinem Kopf werden euch noch weitere Videos angezeigt. Gönnt euch. Und ja, Freunde, peace, ich bin raus, euer Samis und tschüss.